XDefiant ist nach anderthalb Jahren der Verspätung endlich rausgekommen und der Release lief wie erwartet. Und damit was geht, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und herzlich willkommen zum ersten Video vom Full Release des FPS-Shooters XDefiant ohne Skill-Based Matchmaking, liebe Leute. Ich habe jetzt schon 3 oder 4 Stunden gestreamt XDefiant und 5 Matches gespielt. Ich bin jetzt mal wirklich gespannt, ob das hier funktioniert. Alles gut, wir haben ein Spiel. Also das ist jetzt ungelogen mein 6. Spiel innerhalb von, jetzt haben wir 22.30 Uhr. By the way, dafür, dass ich jetzt kurz nach dem Stream nicht ins Bett gehe, sondern noch ein Video aufnehme für euch. Sagen wir 600 Likes zum XDefiant Release und ein kostenloses Abo wäre sehr korrekt. Und das zeigt eigentlich schon, was das für ein Release hier war. Also das war wirklich Wahnsinn. Der weltweite Release von XDefiant war tatsächlich 19 Uhr auch angekündigt und für alle zugänglich. Und wer hätte es gedacht, es war eine Vollkatastrophe. Ihr habt es im Pre-Intro vielleicht schon gesehen, ständig kam dieses kein Match gefunden oder keine Ahnung, was das sollte. Der ist AFK. Oh, ich treffe gar nichts. Oh mein Gott. Und wir saßen da die ganze Zeit. Immerhin gab es Twitch-Drops und die Leute hatten deswegen so einen Grund, überhaupt am Start zu bleiben. Aber wow, ich verstehe es einfach nicht. Ich meine, ich bin ja auch kein Gameplay-Entwickler, ne? Ich habe keine Ahnung, wie so ein Spiel gemacht wird und so. By the way, meine Shots sind ein bisschen da. Doch nicht. Aber das kann es nicht sein. Also es kann nicht sein, dass die irgendwie 6 Playtests machen. Irgendwie 28 verschiedene Betas. Was ist die Mehrzahl von Beta? Metastasen? Nee, das ist was anderes. Tot. Aber dann offensichtlich nicht auf den Ansturm vorbereitet zu sein, dass bei einem Worldwide Release die ganze Welt um 19 Uhr dieses Spiel spielen möchte. Das kann ich nicht nachvollziehen. Tut mir wirklich leid. Call me jetzt, also vielleicht bin ich ein Hater, eine blöde Hater-Sau. Ich bin wirklich sauer gewesen, das kann nicht sein. Weißt du, die erste Stunde finde ich in Ordnung. Erste Stunde können sie machen, ne, beim Worldwide Release ist wirklich tough, was die Server da aushalten müssen. Aber nach 3 Stunden immer erst noch 5 Runden gespielt zu haben, ist crazy, wirklich. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es bei euch persönlich war, ob es bei euch noch länger gedauert hat oder ob es bei euch schneller ging, ob ihr überhaupt gespielt habt. Ein paar Leute haben mir geschrieben, dass sie dann auf einmal in die Nachtschicht mussten und so. Das ist geistkrank, dass er den Gunfight gewinnt. Und ich meine, schaut euch das jetzt auch mal an, da fehlen auch immer noch 2 Spieler im Gegnerteam, ne? Das ist immer noch so eine tote Runde, so vom Gefühl her. Aber immerhin findet man jetzt eine Runde und man bekommt nicht diese bescheuerte Fehlermeldung. Aber es ist wirklich safe to safe, dass der Release eine absolute Vollkatastrophe war. Anders kann man das hier nicht, ja, formulieren, nennen, wie auch immer. Putz! Oh, schade. Aber mal davon abgesehen, was ist so mein erster Eindruck, fragt euch wahrscheinlich. Ich muss wirklich sagen, man merkt das Skill-Based Matchmaking-Thema tatsächlich. Das finde ich richtig geil. Also man merkt, dass das Game ein anderes Matchmaking hat als klassisch Call of Duty. Ich hatte von den, also ist jetzt meine 6. Runde, glaube ich, die ich gespielt habe, hatte ich wirklich eine so geile Lobby dabei, die so viel Spaß gemacht hat. Da konnte man wirklich nichts sagen. Und dadurch, dass man nicht alles direkt schon gelevelt hatte, hat man wirklich direkt einen ganz anderen Bezug zum Spiel. Ne? Bei diesen Betas und Playtests und so hatte man ja immer automatisch alles von Anfang an frei. Und man wusste gar nicht, auf was man grinden konnte. Aber dadurch, dass du jetzt hier richtig viele Waffen noch nicht freigeschaltet hast und so. Oh, Kill ist es nur. Schlecht. Was macht er? Putz. Komm, ich nehme mal die MP7 auf. Nein, also er hat direkt einen Skin. Mir ist schlecht. Mir ist schlecht bei meinem Aim. Das ist insane. Sherpo. Baby. Nein, es war so knapp. Aber ihr merkt schon, es macht auf jeden Fall echt Bock. Also, es ist was ganz anderes als Warzone Multiplayer oder Battle Royale Resurgence. Das Aim fühlt sich komplett anders an. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass viele von euch das am Anfang echt ass finden. 24-8. Naja. Es gibt aber schon so ein paar Sachen, auf die man achten kann. Ich gehe jetzt einmal ganz kurz die Settings durch. Dann könnt ihr Pause drücken und das übernehmen, wenn ihr wollt. Wenn ihr nicht wollt, ist völlig egal. Und 1, 2 Tipps kann ich euch schon geben, die mir jetzt persönlich am Anfang schon geholfen haben, in den paar Matches ein bisschen besser ins Game zu finden. Vielleicht bin ich auch der Einzige, der übel Probleme hat mit dem Aim, beziehungsweise sich viel mehr an das Spiel gewöhnen muss, als im Multiplayer von Call of Duty. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr das Gunplay so findet. Und das ist auch insane, by the way. Also, wie langsam man levelt. Wow. Hier habe ich ganz normal 120er FOV, Blickfeld beim Zielen auf konsistent. Nichts Besonderes. Automatisch Sprinten habe ich an und so weiter. Könnt ihr euch einfach mal hier selber Pause drücken. Controller ist vielleicht ein bisschen interessanter. Habe ich Schläge auf Tastenbelegung, Zielhilfe Standards und tatsächlich auch nicht umgekehrte S-Kurve oder so. Ich habe jetzt Standard gemacht. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen besser vom Gefühl her, für mich persönlich. Empfindlichkeit 50-50, 0,6 und 0,8. Deadzone habe ich hier auf 6 gelegt. Und Grafik, genau, ich spiele auf PC. Könnt ihr euch einfach einen Screenshot machen. Ich habe relativ auf niedrig alles, glaube ich, eingestellt. So weit wie möglich, damit ich bestmögliche FPS habe. Und was noch interessant ist für den einen oder anderen von euch ist, damit ihr nicht nur Spieler habt, die den gleichen Input haben wie ihr, dass ihr zum Beispiel jetzt nur PC-Spieler habt, die mit Controller spielen, könnt ihr hier die eingabebasierte Spielersuche ausmachen. Und dann spielt ihr auch gegen PlayStation-Spieler, gegen Xbox-Spieler, gegen Maus- und Keyboard-Spieler am PC.
Das ist ein bisschen geiler irgendwie. Aber ansonsten sind viele Sachen schon drin, die man aus der Beta schon kennt. Zum Beispiel das Level-System, ja. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf Ausrüstung gehe und ich möchte mir, keine Ahnung, die P90 oder die MP7 freischalten, dann geht das nicht über normales Leveln. Das hatte ich ja in meinem letzten Video über X-Defined schon gesagt. Sondern ihr müsst hier einmal rausgehen, dann müsst ihr hier auf Profil klicken, auf Herausforderungen, auf Basis und dann habt ihr hier die Waffen und dann seht ihr quasi, wie viel ihr noch machen müsst, um verschiedene Waffen freizuschalten. Zum Beispiel für die P90 brauche ich noch 7 weitere Abschüsse aus der Hüfte mit einer SMG, damit ich die P90 freigeschaltet habe. Und das kann ich euch direkt vorweg sagen, das ist insane. Also der Aim Assist aus der Hüfte ist faktisch nicht vorhanden. SMGs waren in X-Defined eh schon nie so stark wie die ARs, aber jetzt ist das ist crazy. Mach mal 10 Abschüsse aus der Hüfte mit einer SMG. Es ist over. Es kann kein Match gefunden werden. Playlist nicht gefunden. Was aber astrein funktioniert, wer hätte es gedacht, ist der Store. Also wenn ihr hier 400 Euro ausgewollt, ist gar kein Problem. Das funktioniert einwandfrei. Du kannst hier alles anklicken, kannst hier deine Sachen zusätzlich kaufen. 1000, was sind das? X-Defined Cod Points. Bonus-Credits, na klar. Das funktioniert. Das funktioniert. Also mir kann keiner erzählen, dass die sich das nicht von Call of Duty angeguckt haben. Während wir gerade eine Lobby suchen, kann ich auch einfach Werbung für meinen Partner Level Up machen. Es gibt nämlich eine neue Edition, die Shiny Lion Edition mit Mango und Acai, was übrigens eine Frechheit ist, dass es nicht Acai heißt, wenn es so geschrieben wird. Meine Meinung. 342 bekommt 3 Dosen im Preis von 2 mit dem Code KINGPHIL über den 342 Generator nochmal 5% Rabatt oder einfach den Code KINGPHIL2 benutzen. Und wir haben wieder kein Match gefunden. Supportet ihr mich dabei, habt einen richtig geilen Gaming-Booster für diese Grindzeit, wenn man mal irgendwann wieder regelmäßig Lobbys finden sollte. Ich stoppe jetzt mal die Zeit. Ab jetzt. Stopp, 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 stopp. 9 Minuten und 40 Sekunden am Release-Tag. Und nicht nur am Release-Tag, sondern mittlerweile sind es 4 Stunden nach offiziellem Release. Leute, das geht nicht. Es tut mir wirklich leid. Ich will ja wirklich nicht haten. Und ich habe ja schon positive Dinge gesagt, aber das ist geistkrank. Das kann nicht sein. By the way, für die Leute unter euch, die jetzt vielleicht auf das Video gestoßen sind, noch kein Abo dagelassen haben oder generell sich für X-Defined interessieren, ihr habt die... Oh nein, oh nein. Ja, das Ding ist so durch. Ihr habt die Möglichkeit, in meinem Twitch-Livestream, ich bin jeden Tag live, so circa 7 bis 15 Uhr und hin und wieder jetzt auch abends... Schönes Ding, nehmen wir mit. Habt ihr die Möglichkeit, Twitch-Shop zu bekommen? Ihr müsst einfach euer Ubisoft-Account mit dem Twitch-Account verbinden. 90 Minuten Zuschauen, dann bekommt ihr nach den ersten 30 Minuten doppelte Waffen-XP, nach einer Stunde einen Waffenskin und nach 90 Minuten, nach anderthalb Stunden, einen zweiten Waffenskin. Aus der Hüfte, keine Chance. Obwohl, warte, 70 HP abgezogen. Sehr, sehr nice, könnt ihr gerne abchecken. Twitch.tv/KingPhil. Wenn ihr ein bisschen quatschen wollt, könnt ihr gerne vorbeikommen. Ein bisschen quatschi. Okay, wenn man das jetzt nicht kennt als Insider, ist ein bisschen cringe. Was ich jetzt auch beim Thema Movement und so extremst gemerkt habe, by the way, das ist überhaupt keine SMG-Map. Ich werde jetzt gleich absolut wieder wechseln. Bevor ich ihm aber einen Turn-On verpasst habe. Zack. Und zwar nachladen. Wir sind wirklich verwöhnt mit Call of Duty Modern Warfare 3 gewesen, mit dem neuen Movement. Beziehungsweise mit dem aktuellen Warzone. Denn im Nachladen kann man hier nicht sprinten. Ja, das, was letztens erst als Bug im Modern Warfare 3 oder in Warzone halt drin war, ist in X-Defined standardmäßig drin. Ja, also hier sprinte ich, bin schnell, ich kann sliden, ich kann mich durch die Gegend bewegen. Wenn ich aber schieße und nachlade, kann ich nicht sliden. Ich kann nicht so einen langen Slide machen. Ich kann nicht hin und her Movement hitten. Aus der Hüfte. Das ist wirklich crazy. Da kann wirklich keiner irgendwas gegen sagen, dass hier ein starker Aim Assist drin ist. Also achtet auf jeden Fall drauf. Nehmt das schon mal mit. Schreibt euch das mal auf die Liste, ne? Vom Dinkel. Lasst euch das gesagt sein. Baby. Nachladen. Dass ihr nur nachladet. Schneiden leise. Wenn ihr gerade nicht in Deckung gehen wollt, ja? Hier ist ein Gegner. Dann solltet ihr gucken, dass ihr schon ein bisschen in Deckung seid mit dem Nachladen, weil ihr wirklich schwanzlangsam seid, wenn ihr nachladet, bevor ihr in Deckung seid. Ja, was kann ich noch sagen? Dann seht ihr halt dieses Bunny-Hoppen die ganze Zeit. Das ist ja, wenn man slidet und dann springt und dann wieder slidet. Das darf man auch nicht so oft machen, weil man sonst langsam wird. Aber das ist so ein bisschen das, weiß ich, Meta-Movement. Ich muss mich da jetzt selber noch ein bisschen dran gewöhnen. Da wollte ich jetzt gerade aus der Hüfte schießen, damit ich dieses bescheuerte P90 freischalte. Und was ich gelernt habe, ist, man kann in der Luft nach links und nach rechts driven. Das müsst ihr mal ausprobieren. Vor allem mit einer AR war das sehr, sehr geil. Also ihr geht so durch die... Ihr seid im Gunfight, springt hoch und macht die ganze Zeit mit dem linken Stick das, was ihr normalerweise in Resurgence oder in Warzone gemacht habt, um den Rotational Aim Assist zu aktivieren. Hier funktioniert das nämlich richtig geil, weil ihr hier nämlich in der Luft euch hin und her bewegen könnt und so ein bisschen das Aim der Gegner brechen könnt. Das ist wirklich sehr, sehr nice. Müsst ihr mal ausprobieren. Oh, jeder Gunfight ist so sweaty, wow. Aber es macht auch echt Bock, kannst du nicht sagen. Da habt ihr es gesehen, da bin ich auch kurz gesprungen, hab mit dem linken Stick nach links und nach rechts gedrückt. Das ist schon echt strong teilweise.
Zack, 3 Kills. Wichtig. Ich glaube aber, XDefiant könnte so für ein, zwei YouTube-Challenges sehr, sehr geil werden. Wieder ein Kracher geben. Oh, nevermind, Schaden ist es. Wenn wir zum Beispiel irgendwie auf die, irgendwie versuchen, alle ARs auf Gold zu bekommen oder irgendwas zu erspielen, könnt auch gerne mal Vorschläge reinschreiben in die Kommentare. Ich weiß nicht, ob ich so viel streamen werde, aber ich glaube, für ein, zwei YouTube-Grinds Multiplayer kann man sich auf jeden Fall gut austoben. Aber ich werde es natürlich auch davon abhängig machen, wie gut das bei euch ankommt, wenn ihr jetzt sagt, so, Dinkel, lass es. Der kriegt so eine Emoji. Ich bin stinksauer. Aber wenn ihr sagt, so, Dinkel, lass los, ist eine riesige Haufen Schweinepisse, dann, okay, dann machen wir nur Warzone. Aber das ist halt auch so das Ding, ne? 16-12 war jetzt eh keine gute Runde, ist mir schon klar. Aber eine Streak wäre doch jetzt schon geil, wenn man so wenigstens wissen würde, ich kann jetzt auf eine Drohne sweaten oder so. Oder auf Orbi-Hundeschwarm. Das ist dieses Geräusch. Das ist so respektlos. Das implementiert, dass man viel mehr Punkte gemacht hat, als man wirklich gemacht hat. Schau dich das mal bitte an. Aber ich könnte natürlich auch hier die ganzen XPs... Ich habe direkt ein neues Match. Ich habe nichts gesagt, bestes Game aller Zeiten. Putz. Die Headshots sind ja komplett insane hier gerade. Übrigens sieht man auch hier und über meiner Facecam, auf welcher Streak ich gerade bin. Das ist richtig geil. Boah, hat er mir einen Kracher gegeben. Der kriegt einen Daumen hoch. Knapper Sieg. Wichtig. Das bin ich. Bitte. Nein. Aber ja, ich würde auf jeden Fall sagen, es macht wirklich echt Spaß. Der Reese war eine Vollkatastrophe. Das meine ich wirklich ernst. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe Bock auf die Zeit. Und ich glaube, es kann wirklich ein ganz geiler Grind werden. Lasst ein positives Wertung, kostet ein Abo da. Und schreibt mir in die Kommentare, was so eure Meinung zum nächsten Find Release war oder ist. Und ja, würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr hier ein bisschen Feedback drauf lasst. Wir haben jetzt mittlerweile 23.12 Uhr. Morgen um 7 Uhr geht der Stream wieder live. Und vielleicht, wenn ihr das Video hier gerade seht, bin ich auch schon live auf Twitch. Und dann schreibt mal, wenn ihr bis hierhin geguckt habt, in meinen Twitch-Chat, Schinkenscheiße.